Die rote Lampe leuchtet. Der Hase läuft. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Naja, Podcast Blog. Kann man es nicht nennen. Ich würde sagen, also mir wurde heute gesagt, ich habe China-Augen, deshalb setze ich jetzt mal meine Sonnenbrille auf. Das Ding ist, ich habe meine Kollegin schon abgefüllt. Nee, ich habe die nicht abgefüllt. Ich wurde von der Frau hinter der Kamera abgefüllt. Nee, du wurdest von Nadine Huber abgefüllt, habe ich gehört. Sie hat so den Aperol gemacht. Wir sind jetzt auf alle Fälle im Invictus endlich auch mal angekommen. Um 16 Uhr ist sie spät, genau. So, und wir gucken jetzt mal, ob wir einen Vlog machen, vielleicht ein paar lustige Leute interviewen. Ich finde, das übernimmt heute meine Kollegin, die besoffene Letty. Genau, wir holen uns gleich noch ein Aperol, Sarah, hinter der Kamera, ne, und dann läuft der Hase noch besser. Die liebe Sarah. Bleib mal bitte hier. Profi-Athletin aus dem Team Matzen, wie geht's dir? Ich muss halt 91. Ist ja überrumpelt im Moment, mir geht's gut. Ich bin 6 Stunden hergefahren. Freue mich aber super, euch alle mal live zu sehen. Ja, und wie ihr gehört habt, holen wir uns jetzt erst nochmal Aperol Nummer 2 und dann geht's weiter. Ja. Und dann sehen wir uns demnächst in unserem Podcast. Gerne. So, heute verpassen wir das nicht. Was verpassen wir? Achso, heute machen wir Yoshi. Was hatten wir letztes Mal für ein Problem? Du hattest keinen Ton. Genau. Weil das Mikro aber nicht angesteckt. Ich habe ja immer irgendein Problem. Was hast du für ein Problem? Du kannst jetzt mal über die Waschanleitung unserer Shirt sprechen. Warte. Also. Warte. So. Die Waschanleitung ist. Wir müssen mal mit Ben darüber sprechen. Entschuldigung, ja. Sieht man Ben hier gerade irgendwo? Nee, aber den werde ich gleich nochmal dazu interviewen. Könnte man direkt anprangern. Also ich bin der festen Überzeugung, man darf die halt nicht waschen einfach. Man darf sie gar nicht, waschen einfach. Dann wird das wahrscheinlich funktionieren. So gut. Das ist meine Lösung des Problems. Also es ist jetzt Streifen Nummer 2 und der verabschiedet sich allmählich auch. Vielleicht sieht das ohne Streifen aber auch besser aus. Wahrscheinlich waren die gar nicht beabsichtigt. Die sind aus Versehen darauf gekommen. Ja. Das muss das sein. Frage an deine Community. Das sieht auch viel cooler aus. Das sieht viel geiler aus, oder? Definitiv. Ich hab mir das meist gedacht. So, was sagst du zum Invictus? Sehr geil. Also wir haben uns sein. Sehr geil. Also ich habe vorhin schon eine Meinung gehört, zu schlicht. Ich persönlich finde es aber ganz geil. Ja, ich glaube, wenn man so ein bisschen fancyere Gyms gewohnt ist, ist das für den einen oder anderen ein bisschen zu schlicht gehalten. Ich persönlich bin aber der Meinung, allein geredetechnisch und von den Leuten, die hier später rumlaufen werden, ist es mehr als geil. Ne? Man hat hier erstmal eine Top-Geräteauswahl. Man hat immer Leute da, die einen mit pushen werden. Man hat immer unwahrscheinlich viele Leute da, die besser sind als man selbst. Und so kriegt man halt einfach kontinuierlich immer mehr Hunger auf mehr. Also ich glaube, es ist schon eine geile Sache. Wie gesagt, in allererster Linie wegen der Geräte und wegen des Publikums. Ne? Das ist schon eine gute Nummer. Ich bin jetzt eine Stunde hier und war noch gar nicht drin. Tatsächlich nicht? Nee, ich gehe jetzt rein. Ja, dann gehen wir rein. Ich glaube, wir schließen uns gleich an, oder? Und bevor ich hier noch in 3 Stunden stehe, wow, sehe ich wieder dezent fertig aus, gehe ich jetzt mal da rein und überlasse den Rest. Jetzt hole ich erstmal der Letty noch ein Aperoli, dann wird die richtig lustig. Und dann wird es, glaube ich, ein lustiger Vlog. Ja? Was willst du? Hier. Mädchen, Mädchen. Bin ich in deinem Ghetto eigentlich? Du bist in meiner Hut hier und hast dich schön zusammenzureißen, ne? Also mal ganz geschmeidig hier, schöne Frau. Was machst du auf dir im feindlichen Territorium, Matzen? Ist ja gar nicht so feindlich. Wird immer nur so dargestellt. Ne? Wir sind eigentlich ziemlich gut mittlerweile miteinander. Weil er macht viele Sachen anders. Das respektiere ich und er respektiert meine Meinung und ich respektiere seine Meinung und deswegen haben wir gar keine Probleme. Und wenn wir ein Problem haben, dann sind wir so eine Typen, die sich beide voneinander stellen und das aussprechen, was viele nicht können. Also ich bin jetzt nicht nur eine Internet-Bitch, ich mache den Scheiß immer noch klassisch, Alter. Podcast-Folge haben gesagt, dass sie da die News nicht so toll finden.
scheiße den großen Haufen auf, was er erzählt. Der labert da eh noch scheiße, der Typ. Ich mag ihn so als Mensch, aber nee, ich mag ihn als Kollegen. Das ist genauso eine Piepe wie alle anderen. Es war ja überhaupt nicht böse gemeint. Aber ich hab's sehr böse gemeint. Ja, genau. So, wir gehen jetzt weiter. Danke. Jo, bis dann, ciao. Ja, komm. Ja, was denn? Ich fühle mich hier sehr wohl. Okay, dann war es das jetzt auch. Was soll ich da sonst zu sagen? Gar nichts, ist schon gut. Lass mich mal rein. Entschuldigung. Schön, dass du mein Aperol trinkst. Ey, sie füllt mich gerade instant ab. Zuerst kommt Sarah an und gibt mir den zweiten einfach in die Hand, obwohl ich den gar nicht bestellt hatte. Und jetzt habe ich schon die Hälfte von Angels getrunken und ja. Quadro hat gesagt, dann wird der Sex besser, aber dein Mann hat gesagt, dann läuft gar nichts. Nee, ich schlafe dann immer, wenn ich betrunken genau, bin. Genau, die schläft immer ein. Dann läuft gar nichts. Tote Hose dann. Nichts schlafen. Am besten, das hilft mir nicht mehr zu trinken. Erstmal ausrichten. Morgen geht auf alle Fälle die AIDA unter, das sag ich euch. Linda kann auch mal in unserem Podcast, oder? Ja. Ich? Ja. Wisst ihr nicht, was ich da zu suchen habe? Meine Stadtkollegin. Echt? Ja. Ja, tatsächlich. Ich komme aus Gifhorn und ich komme aus Gifhorn-Wolfsburg. Ich glaube, ich setze mir lieber meine Sonnenbrille auf, Alter. Hör auf! Entschuldigt. Genau. Ich hatte vor einem Jahr Geburtstag, ein bisschen entschuldigt. Was machen wir da? Ganz im Mund genommen. Schluck du Sau, oder? Ich weiß auch nicht. Also, meine Podcast-Partnerin, die sagt immer, sie wäre nicht betrunken, die ist so hackevoll, oder? Die hat schon gut einsitzen, ne? Gut einsitzen ist noch dezent ausgewählt. Jetzt hat sie aber auch nicht gemerkt, dass ich ständig meine Aperoli dazugeschüttet habe, weil Nadine Huber, die wir jetzt auch mal interviewen müssen endlich, gut eingeschüttet. Die meint es sehr gut mit uns. Damit habe ich eigentlich gar nicht hier gerechnet. Ich habe das Gym übrigens immer noch nicht gesehen. Aber jetzt stehe ich hier bei dem Florian Riemschneider. Der muss mir mal kurz meine Hand einrenken, weil ich mich doch gestern so auf die Schnauze gelegt habe. Und dann schauen wir mal weiter. Da ist der Christian Droste übrigens. Hallo. Na? Ist dir gut? Ja, gut. Hi. Da, der ist jetzt auch gerade. Ich bin der Christian. Hi. Das ist der Christian übrigens. Kennt man, ja. Ich habe mal auch Sport gemacht. Na, so ein bisschen, ne? Ja, das war der Christian. Jetzt gucken wir mal weiter, ne? Mal Becken. Ich hab mich so verrissen. Ich hab so einen Arm verrissen. Dass der Florian ist. Und ich merk's vom Becken her, dass du meine Halswirbelsäule hast. Aber meine Halswirbelsäule lass ich dich nicht haben. Was? Nein, aber. Ah! Ja, genau. Sie vorne merk ich. Oh. Deswegen konnte ich heute keine Dips machen. Na klar. Ja? Deswegen konnte ich heute keine Dips machen und die Schulter gucken. Aua! Oh. Und du bist hier einen halben Stundentakt und woanders? Ich komme jetzt extra von weit her, um dich von ihm behandeln zu lassen. Zahlen die dich wenigstens? Alles Cash, ne? Ich zahle dich aber nicht. Ich bringe dir nach Ruhe, sag ich. Das darfst du gerne. Das ist der Teamvorteil. Aber wann hat man die Möglichkeit, so jemanden... Weiß ich. Ah. Was ist hier los? Aua! Das ist ein super Podcast. Ja. Das ist halt... Ach ey, ja, komm, hier, siehst du die? Das Ding ist halt... Das ist Karma, das ist wirklich Karma, weil ich mach die Scheiße ja auch, aber ich bin nicht so böse wie früher. Aber würdest du das grundsätzlich empfehlen, sowas? Ja.
Ja, mit Angie 10 kriegt ihr 10% bei mir. Und ja, beim Flo kriegt ihr auch 10%. Kommt, kommt wirklich. Ich schwöre, meine Geburt war nicht so schlimm. Habe ich dir schon mal erzählt? Habe ich nicht erzählt. Ich habe meine Tochter in 5 Minuten geboren. Fünf Minuten? Ich schwöre. Ich bin mit einer halben Wehe gekommen und habe gesagt, ich habe keine Zeit dafür. Ich will auch die Lindenstraße zu Ende gucken. Da war doch was mit der Pizza, ne? Ja. Ah, mein erstes Bild ist mit einer Pizza, genau. Nicht mit meiner Tochter. Bist du besoffen oder was? Hallo, nein, ich bin nicht besoffen. Ich trinke auch kein... Weiß ich. Ich habe jetzt mal eine ernste Frage. Ist der Dennis hier? War der hier? Der war hier, der ist aber schon wieder los. Ist das, hat der einen grauen Jogginganzug? Warum läufst du rückwärts? Ich gucke jetzt, wie lange du rückwärts laufen kannst. Sag doch mal bitte. Ja? Der hat einen grauen Jogginganzug an. Der ist in der Nase. Das ist mir scheißegal. Gut. So lieben du wir bist dich. Durch, wa? Digga. Ich schwöre, ich war... Larry Lift. Was geht? Du bist eigentlich gar nicht hier. Ich bin eigentlich gar nicht mein hier. Täubchen. Hast du auch schon verholt und so? Nein, ich habe nur eine Tour, ich trinke jetzt noch an. Ich bin ja nicht in Prep, ne? Passt auch recht. Wo bin ich denn? Ach da. Die Larry sieht genauso aus wie bei Instagram. Ich dachte immer. Aber die sieht genauso aus. Wie soll ich denn sonst aussehen? Hübsch, hübsch, einfach hübsch. Wie läuft deine Prep? Du bist bei. Warte, ich muss die Kamera nochmal drehen. Eigentlich ist das gerade Letizias Aufgabe, weil die sieht es besoffen irgendwo unten, meine Podcast-Partnerin. Du bist, habe ich das richtig verstanden, dass du jetzt gleich was bist? Cool. Ja, 4 Wochen quasi vor dem ersten Wettkampf noch geswitcht. Das wird gut. Ja. Anni, du Zauberfee, meine Süße. Ja. Red was über deine Torte. Ach so, ich soll darüber was sagen. Das ist eine Aperol-Torte. Wir haben hier einen Rührteigboden mit einer Aperol-Cheesecake-Schicht und einer Aperol-Prosecco, einem Aperol-Prosecco-Topping. Du bist ja die Wichse und Backfee, ne? Ja. Da ist auch Lemon-Cheesecake-Flavored drin. Was ist da drin? Lemon Cheesecake Flavored. Und die Aperolea sind da auch drin? Nein. Nein? Da sind 3/4 Flasche Aperol drin. Und wir werden jetzt sehen, ob Max es überlebt. Okay, wir sind bei der Live-Verköstigung, weil ich frage den Max jetzt nicht, wie sein Gym ist. Also, ich muss mal sagen, ich muss wieder Geld lassen. Das Shirt ist schon große Klasse, Max. Das ist schon sexy. Es liegt aber leider noch im Zoll, also die restlichen 1000 davon. Kommt aber nächste Woche, glaube ich. Das heißt, ich muss wieder Geld lassen. Schon Aperol-lastig, ne? Eine 3/4 Flasche. Also du hast richtig einen Kleben, wenn du den... Okay. Ich hab gestern nur die Creme gekostet und ich hatte ordentlich einen Sitzen. Weil da ist halt von der Creme was übrig geblieben. Okay. Naja, verständlich. Immer rein in die Maschine. Ich bin auch lange gut dabei. Na dann. Endlich saugen, ne? Jetzt bist du auch drin. Was ist los, Letty? Ich bin wehleidig, hast du gerade gesagt. Was ist, wenn der Alkohol nachlässt und die Drogen? Warte, ich habe heute immer noch keine Drogen genommen. Das ändern wir jetzt. Noch nicht. Das noch wurde betont. Das haben wir schon geändert. Also ich weiß nicht, wer ihr den Auftrag gegeben hat. Vielleicht die Sarah. Also sie sagt doch immer, ich habe erst einen getrunken. Aber stimmt ja auch. Ich habe ja mal drei getrunken. Drei. Was? Ich bin nur mit Alkohol zuständig. Nadine, also das ist kein vorbildliches Bodybuilding-Verhalten, will ich nur mal sagen. Ne? So bin ich auch eigentlich nicht. Aber das ist theoretisch meine Hochzeitsreise, deshalb. Theoretisch. Und eigentlich ist das Nadine Hubers Schuld. Naja, die hat mir aber nicht alle gemacht. Die müssen wir jetzt mal vor die Kamera holen. Komm, die suchen wir jetzt mal. Endlich. Ja. Ich glaube... So, Leschi, lass bitte den BH an. Ja. Bitte. Hast du schon mal mit 1,8 Promille gepostet? Dann, weil so würde ich... Nee, besser. Besser, oder weil du sagst, ja, meine Arme weiter auseinander. Nee, dich aber nicht auseinander. Du hast hier eine Beuge drin, das ist alles gut. Ja. Ist alles gut, ja? Ja? Also ich darf nicht den hier machen. Ja, ich darf schon wieder die Schwingler machen. Okay, ist auch okay. Ja. Okay.
Also super. Das war jetzt einfach mal nur so eine Frage, weil ich habe mal deine Position ein bisschen verändert. Und geh mal ganz kurz vor zu leiten. So. Und jetzt deine ganz rechten Position. Das ist gut, ja. Nee, das hat es mal interessiert, weil ich das halt bei dir einmal geguckt habe, dass halt so abgewehrt worden ist. Oder war ich mir halt nicht sicher? Bei, und bei. Würde ich grundsätzlich immer die Zughilfe nehmen, mich hinhängen und dann wirklich nur aus dem Rücken arbeiten. Macht es am Anfang leichter. Ja, klar. Ich meine, ich wechsle. Also ich mache jeden Tag Klimmzüge. Angie, film das doch nicht, das sind Tipps. Frau Huber, es ist langweilig. Können wir jetzt Aperoli trinken? Ja, ich bin schon wieder voll auf den Zug, Alter. Ich habe heute sogar einen Schirm bekommen. Aperoli. Aperoli. Wir sind an den Off-Season. Bedeutet, ja. Wir können uns heute richtig schön besaufen. Jawolski. Und jetzt hier immer jemand. Was? Hier. Wie? In der nächsten Ringstelle geht's auch was. Ja, ist das schon kritisch. Das ist schon kritisch. Ja, also was denn? Du musst genug gepostet und genug gehen. Du musst das Ende des Videos, du musst dich mal langsam tätig tun. Okay, danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir beenden das Video nicht. Ach so, ich hab du bist jetzt mal dran. Ja, was soll ich erzählen? Du brauchst nichts erzählen. Du sollst die Leute interviewen. Ach so. Mach einfach deinen Job. Okay. Dieses kleine süße Geschöpf hier. Ja, das zeige ich jetzt nicht. Nein. Süß. Ein kleiner Wurm, 8 Wochen altes Baby. Da kann mein Mutterherz natürlich nicht zurückstecken. Prost! Kamerad! Oder? Warte, zu nah. Zu nah. Scheiße. Okay. Arm zu kurz. Ich glaube, die Leute haben den nicht gesehen. Sowieso ist die Musik zu laut. Die neue OnlyFans Swings. Herr Zacke, schöne Grüße. Bis bald. Ja, wenn er es denn gucken wird. Lampe leuchtet. Hase läuft. Also wir haben... Letty ist voll wie ein Eimer. Nein, ich bin nicht von drin und nein. Ich habe hier mein Ei. Aber ich denke halt so. Also, okay, ich wurde heute abgefüllt, ja? Ja. Das war mal zur Erklärung. Das hat Nadine, aber Nadine hat damit angefangen. Ja, und dann hat Sarah mir einen nach dem anderen gebracht. Das ist die Story. Wie gesagt, Sarah wird ja auch nochmal in unserem Podcast erleben. Du musst noch ein bisschen lauter sprechen, sonst versteht das keiner. Aber Sarah labert die ganze Zeit. Ja, ne? Der redet immer so viel, ne? Ja, Angie meint, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das Video zu beenden. Um Ade zu sagen. Um Ade zu sagen. Ich habe jetzt den zweiten hier übrigens. Bei mir ist jetzt der dritte oder vierte. Keine Ahnung, das kriegst du doch in keinem Club irgendwie. Das ist doch irgendwie drei Viertel. Und das ist das Problem, wenn man das guckt, der Mix nicht gelernt hat. Wir haben vor allem, wenn man nie was trinkt. Deswegen ist dieser Vlog oder dieses Video beendet. Ich habe übrigens immer noch nicht alles gesehen, obwohl ich jetzt gleich fahre. Aber morgen bin ich nochmal hier, werde das in Victor's Gym testen mit diesem hässlichen, rülpsenden Menschen da im Hintergrund. Nicht mich. Ehrlich. Ja, wer will jetzt einen Burger essen gehen? Ich werde mich da anschließen. Und morgen werden wir hier trainieren. Moment, werden wir hier trainieren und dann werden wir mal schauen, ob das Invictus Gym wirklich das Beste in Norddeutschland ist. So, in diesem Sinne bin ich draußen. Hier,
Angie 10. Race, Litty. Ne? Nächste Woche gibt's News, Leute. Gibt's News? Es gibt immer News bei ihr, jeden Monat. Vielleicht ein neuer Sponsor, vielleicht. Nee, komm, ich war jetzt drei vielleicht Monate kauft ohne, sie sich ja? ein Pony, vielleicht gibt's einen Hund oder eine Katze oder ein Haus. Ja. Oder einen neuen Sponsor. Also, es bleibt spannend, bleibt dran. Liebe raus, Liebe rein. Ciao, ciao.